den Draft. Wir haben als Ban von Fnatic Tassala und auf Seiten von Acer Sergeant Hammer. Gut. Das erste Mal, dass ich Sergeant Hammer gebannt sehe, glaube ich. Oder sie ist zumindest nicht so ein Standard-Ban. Wundert mich dann doch, dass Seratul hier gar nicht drin vorkam. Aber naja, wer weiß, ob sich da das Meta schon wieder übers Wochenende verändert hat. Es geht halt immens, immens schnell momentan in Heroes of the Storm. Gut, First Pick natürlich dementsprechend Tychus auf Seiten von Fnatic. Auf Acers Seiten sehr, sehr interessante Picks. Zagara und Tyrande. Also Tyrande kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was sie da planen. Es muss irgendwas sehr Spezielles sein. Counterpicks von Fnatic sind Uther und Muradin. Gute Wahl. Gute Wahl. Wundert mich, dass Arthas gar nicht mit reinkommt. Aber naja. Stitches dann von Acer. Stitches und Valor. Also es ist schon sehr, sehr speziell. Ich meine, ich sehe schon die Kombi, dass man mit Stitches und Tyrande ein bisschen was ausrichten kann. Einen gut getimten Stun noch mit reinsetzt nach dem Hook. Das kann alles gut funktionieren. Aber, naja, weiß nicht, dann vielleicht eher mal Furion. Der hat noch seinen Mass Silence. Weil das haben wir auch noch nicht wirklich gut in Aktion gesehen. Naja, gut. Fnatic hält dagegen mit Thrall und Felstead. Also Fnatic gefällt mir vom Line-Up deutlich besser, muss ich sagen. Acer als Antwort dann noch Brightwing dazu. Gut, auf jeden Fall der solidere Support, wobei Uther ist natürlich auch sehr, sehr schön. Ja, also da müssen wir einfach ins Replay gehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was Acer hier genau plant. Aber bevor wir ins Replay gehen, haben wir hier noch die letzten Raffle-Leute. Ja, haben wir noch ein paar Leute mitgemacht. Und ja, alle mit drin. Gut, dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Dududum, Ice Sniper U hat gewonnen. Wunderbar. Dann schick mir doch mal bitte deine... schick mir mal eine Twitch-Nachricht mit deinem Battle.net-Account. Also mit der E-Mail, die du für deinen Battle.net-Account nutzt, die brauche ich, um es an Blizzard weiterzugeben. Und das mache ich dann quasi nach dem Spiel, damit wir hier schon mal reinladen können. So, die nächste Karte ist Sky Temple und das ist Fnatic gegen Acer hier auf Sky Temple. Laden wir es mal rein. Kurz das Ganze hier einstellen. Fnatic, Acer. Ach, mein Gott. Also für nächstes Mal muss ich unbedingt diese Bilder hier wieder einstellen. Gut, aber Sky Temple, was haltet ihr von Sky Temple bisher? Also mir gefällt die Karte sehr, sehr gut. Ich habe so eine Kleinigkeit, die mir nicht ganz so gut gefällt. Das ist einfach, dass es die Situation gibt, wo der obere Tempel und der untere Tempel zeitgleich kommt und da dann einfach ein bisschen weniger Action unterwegs ist. Aber gut, das kann sich halt auch noch anders entwickeln, dass dann doch beide Tempel irgendwie angegangen werden. Egal, wir schauen ins Spiel, wir sind auf Sky Temple und hier haben wir auch schon unser erstes Team. Auf der linken Seite im Blau Team Acer und sie haben Holo of Valor, Sypho spielt Zagara, Zon spielt Stitches, Pony spielt hier Tyrande auf dem Master Skin, glaube ich, und Greenout spielt Brightwing. Ihre Gegner im Blutrot unterwegs, auf der rechten Seite Team Acer, Team Fnatic. Und da haben wir Freds auf Muradin. Oh, der sieht ja richtig badass aus. Dann gibt es Ace of Spades, der Uther spielt. Lowell spielt wieder einmal Thrall. Hier unten haben wir Kessel auf Tychus. Schön, dich wiederzusehen, Junge. Und ganz unten Felstead, gespielt von Shinobu. Und da haben wir auch schon den ersten Hook gesehen. Freds hat hier ein bisschen Schaden einstecken müssen. Also sieht ganz gut aus, was Zon hier raushaut. Wieder gut den Fokus auf Muradin gelegt. Weil auch hier ist es wieder so eine Team-Composition, die doch sehr auf einen Tank baut. Wobei Thrall halt ein bisschen was aushält. Tychus, ja gut, nicht unbedingt das Beste. Aber, mal gucken, hier oben die Triple Lane, Polo, Sypho, die können doch ganz gut drücken. Mal gucken, was sie jetzt zustande kriegen. In der Midlane haben wir jetzt hier Ace of Spades und Freds gegen Zon. Und ganz unten bleibt es mit Brightwing und Felstead doch relativ statisch. Ja, Lau und Kessel können jetzt hier endlich mal ein bisschen was dagegen setzen. Aber Sypho hat hier schon einen sehr, sehr guten Creepspread angefangen. Die Minions treten weiter vor. Muss jetzt hier oben noch ein bisschen Creepspread setzen. Ich wollte es gerade sagen, das hilft dann immens, um die Tempel zu halten. Und die Tempel kommen auch schon. 5 Sekunden noch. Holo steckt hier einiges an Schaden ein. Freds kann dann nochmal einen Stun setzen. Aber Holo, der braucht nur noch ganz wenig. Nein, der kommt davon.
Er kommt davon. Oberer und mittlerer Tempel sind jetzt am Spawn. Und was machen sie? Fnatic scheint sich in den mittleren Tempel sichern zu wollen. Shinobu geht da auch rein. Sehen wir noch eine Rotation. Am Anfang ist es halt schwieriger, gegen Defender anzukommen. Da ist es alleine doch ein bisschen härter. Aber wir haben eine Verteilung. Acer holt sich den oberen Tempel und Fnatic holt sich den mittleren Tempel. Zu zweit, zu dritt, was machen sie? Ah, der große Guardian ist schon weg. Dementsprechend kann das Shinobu jetzt hier auch ganz gut alleine klären. Und Fnatic probiert es nochmal auf den Top-Tempel. Aber da ist nicht mehr allzu viel zu holen. Aber Seifo gut rausgefokust. Kessel nimmt aber auch einiges an Schaden. Laul springt da noch mit rein. Und Seifo kann sich nochmal retten. Versuchen es auf der rechten Seite rumzukommen. Aber Tychos schafft es nicht mehr. Auch Freds ist hier hart angeschlagen. Auch der wird rausgenommen. Das ist First Blood und gleich ein Double Kill hier auf Seiten von Acer. Guter Start ins Match auf jeden Fall. Laul hat da auch nochmal einiges an Schaden eingesteckt. Kommt aber trotz allem nochmal davon. Da hätten sie es vielleicht sogar wagen können, reinzutauchen. Ein bisschen tiefer in die Lane zu gehen. Aber gut, lieber sicher, als dann doch noch einen Kill einzustecken. Und so haben sie schon einen Level-Erfahrungspunkte-Bonus. Das ist gar nicht mal so schlecht fürs Erste. Gar nicht mal so schlecht. So, Ace of Spades kann ja noch ganz gut gegen Sonnen gegenhalten. Der nächste Tempel müsste dann in der Botlane spawnen. Das heißt, langsam aber sicher sollten die Rotationen kommen. Und wir sehen sie auch schon, Thrall und Muradin machen sich hier auf den Weg. Zwischenzeitlich aber noch am Siege Camp unterwegs, können das noch einnehmen. Uther und Tychus halten ihre Lanes. Und ich bin eigentlich sehr erstaunt, wie gut das Kessel bis jetzt noch hinkriegt. Also gut, es ist halt hier oben angeschlagen, aber das war halt hauptsächlich wegen dem Tempel und eher weniger wegen Zagara und Vella. So, auf der Botlane sind jetzt die Siege Giant unterwegs und Freds und Laul machen sich daran, hier Greenout abzufangen. Sieht aber so aus, als wenn die hier einen Bribe einfach raushauen und damit das Siege Camp einnehmen können. Die warten noch kurz. Gibt es da auch nochmal einen bestimmten Grund? Ah, vielleicht um Shinobu hier unten zu überraschen. Also sie müssen auf jeden Fall die Siege Giants hier schnell rausnehmen. Weil sonst machen die Schaden, während der Tempel gleichzeitig kommt. So, Vella kommt von oben nochmal rein. Shinobu muss ein bisschen aufpassen. Hat aber schon ordentlich Schaden an die Siege Giants ausgeteilt. Schön, dass er die schon eventuell erledigen kann, bevor sie überhaupt an die eigene Mauer kommen. Ja, das kriegt er wunderbar hin. Super Arbeit hier von Shinobu. Und oben gibt es die Bruiser auf Seiten von Fnatic. Hilft ihnen natürlich auch ganz gut, hier mit den Erfahrungspunkten wieder ein bisschen aufzuschließen. Können sie sich wunderbar sichern. Der Boss sollte noch nicht genommen werden. Und wenn, dann eigentlich eher auf Seiten von Acer. Haben wir einen leichten Bonus. Nicht mehr ganz das Level wie am Anfang, aber so ein halbes, ein gutes halbes Level. Schon gar nicht mal so schlecht. So, Botten, der untere Tempel, der spawnt jetzt hier fast. Acer bringt sich schon in eine gute Position. Zaun wartet da auf einen guten Hook. Und den könnte er hier auch kriegen. Nee, dreht nochmal eine Runde. Möchte die Minions clearen. Und Seifo und Holo positionieren sich schon da unten, kämpfen gegen den ersten Defender. Freds springt rein. Shinobu direkt reingegangen hier in die Mitte. Holo nimmt auch einiges an Schaden. Kommt er nochmal davon? Ja, wunderbar davon gevaultet. Ace of Spades ist extrem niedrig. Ich glaube nicht, dass sie hier einen Contest starten können. Nee, alle müssen weg. Alle müssen weg. Freds, ganz knapp hier nochmal dem Hook entkommen. Und das sollte ein einfacher Tempel sein für Acer. Vielleicht können sie hier sogar direkt das Fort rausnehmen. Ich meine, so niedrig, wie Fnatic gerade war. Und jetzt einfach nochmal obendrauf einfach die Heroics geholt. Also Level 10 ist da. Da haben wir Starfall auf Seiten von Tyrande. Putrid Bile auf Stitches. Das heißt, den Bild von Stitches müssen wir uns gleich mal angucken. Und da kriegen sie das Bottom Fort. Rain of Vengeance gibt es hier auf Valor. Emerald Wind auf Brightwing. Und oben Devouring Maw for Zagara. Ja, also nicht großartig die Überraschung. Jetzt sind sie in einer sehr schönen Position. Hat Stitches seinen Hook? Ja, er hat den Hook, aber er verpasst ihn. Freds mit einem guten Ausweichmanöver. Trotz allem, ich glaube, Acer könnte hier einfach mal auf den Boss gehen, wenn sie wollten, sobald sie hier die Minion Weave geklärt haben. Wir haben gerade ein kleines Window, wo sie es machen können, bevor die nächsten Tempel kommen. So, und das Bruiser Camp wartet hier schon. Jetzt ist gerade Fnatic wieder in einer schönen Position, um eigentlich ein bisschen was am Boss machen zu können. Die Gefahr ist halt immer da, dass Acer lauert und den nächsten Teamfight forciert. Und sie haben halt immer noch einen, ja, fast dreiviertel Level Vorsprung. So, wir wollen uns Stitches Bild angucken. Eigentlich Slam organisiert.
Aber hier Vile Gas, Toxic Gas auf Level, was ist das, 7. Und hier unten eigentlich nicht die größeren Überraschungen auf Seiten von Fnatic, haben ja auch ihre Standardauswahl getroffen. Dementsprechend erwartet uns dann nichts großartig Neues. So, Acer holt sich jetzt hier das Sea Giant Camp. In der Mitte der Boss, der wartet immer noch. Also die machen es ganz, ganz sicher. Den kann man halt auch, ich meine, der ist leichter zu nehmen als andere Bosse, aber halt auch sehr viel offener. Verlangt gutes Scouting. Wenn man einen Tesla hat, kann man ihn sicher nehmen, aber so wird es schwierig. Wir probieren es trotz allem. Und bisher wurde das von Fnatic nicht gescoutet. Die kriegen gar nichts mit davon. Jetzt kommen sie eventuell rein. Reds wartet hier auf seine Position. Wollen vielleicht einen Steal sogar wagen, aber ich sehe das nicht so richtig am Funktionieren. Oh, da kommt der Stun. Und kriegen sie den Steal? Nein, kriegen sie nicht. Der marschiert los für Fnatic. Ein super Gorge hier unten gesetzt. Und Freds wird auch direkt gefokust. Rain of Vengeance nachgesetzt. Crit Rise auf Thrall. Kommt er davon? Oh Mann, der kommt nochmal davon. Und Kessel setzt hier dagegen in seiner Odin-Form. Aber die haben sich zu gut verteilt. Acer kommt nochmal gut davon. Ja, und Kessel kommt aber auch davon. Also 0 zu 0 hier in dem Teamfight. Aber ein sehr, sehr schöner Teamfight. Also echt unglaublich, wie sich da Fnatic nochmal retten konnte. Aber der Top-Tempel, der ist momentan komplett frei. Und das ist das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Es gibt halt diese Situation, wo der untere Tempel und der obere Tempel kommen. Und genau in diesen Situationen haben wir halt eigentlich sowas, wo beide Teams sich für einen entscheiden. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht so wirklich. Acer rennt nach oben. Fnatic ist schon da. Und Freds hat das Ganze jetzt gesehen. Das heißt, die können sich in eine defensive Position begeben. Uther kümmert sich momentan alleine um das Ganze. Und Shinobu, der wartet da noch. Also sie könnten eigentlich in eine gute Position kommen, um hier Acer doch unter Druck zu setzen. Aber die wollen nichts riskieren. Freds kann nochmal davon springen. Guter Hook hier aber gesetzt von Son. Und damit können sich jetzt hier noch die letzten Schüsse sichern auf dem oberen Tempel. Nicht unbedingt die beste Situation für Fnatic, die ohnehin schon zurückliegen. Freds versucht nochmal reinzurennen. Und da wurden schon einige Heroics gezündet auf beiden Seiten. Aber Acer hat jetzt hier wieder alles verfügbar. Freds auch schon sehr, sehr niedrig. Also ich glaube nicht, dass die hier sich allzu viel wagen. Können aber eine gute Konkave ausbilden und Son wird direkt angegangen hier oben. Unten ist Acer Spets raus reingerannt, wollte hier Vella und Tyrande rausnehmen. Freds nimmt hier einiges an Schaden, versucht nochmal irgendwie zu entkommen, aber das wird nix. Starfall schön eingesetzt, um Laul unter Bedrängnis zu bringen und der wird hier auch drauf gehen. Ja, da fällt er. Und Ace of Spades rennt hier nochmal davon. Kessel sollte eigentlich nicht davon kommen. Slam rausgehauen. Da kommt der Hook und da der Blow. Der letzte Schlag. Auch auf Tychus. Also 3 zu 0 im letzten Teamfight. Nicht schlecht. Es läuft immer besser hier für Team Acer. Konnten jetzt auch das Ganze auf 3 Forts reduzieren für Fnatic. Also das läuft sehr, sehr gut für Acer bisher. Und was machen sie jetzt? Vielleicht nochmal die Seed Shine sichern, aber erstmal ein bisschen wieder hochheilen, ein bisschen Mana mehr zurückkriegen. Und sie wissen halt, Fnatic ist beschäftigt. Und die haben einiges zu tun. Erstmal hier die Bruiser zu stoppen, unten eventuell gegen Seed Shines gegenzuhalten, die dann auch noch kommen könnten. Da haben wir gerade einen Bribe gehört. Wo wurde es gesetzt? Na, wo haben wir es gesetzt? Hier haben wir es gesetzt. Da haben wir es gesetzt. Und Fnatic begibt sich wieder in die Defensive. Also die spielen das Ganze sehr, sehr defensiv runter. Fnatic auf der anderen Seite wagt ein bisschen mehr, aber jetzt können sie es halt auch machen. Jetzt sind sie 2 Level vorne, sie haben die Level 16 Talente. Die sollten wir uns auch direkt mal anschauen. Broad Expansion gibt es hier auf den Hunter Killer. Macht den deutlich stärker auf Seiten von Zagara. Da haben wir Crit Rise natürlich auf Brightwing. Blood for Blood für Valor. Und hier unten noch Pulverize, also den Weiterführung des Slam-Builds hier für Stitches. Und da gibt es Shooting Star für Tyrande. Das ist natürlich auch eine sehr starke Wahl. Rewind hat sie sich auch noch geschnappt, genauso wie Stitches auch mit dem Rewind unterwegs ist. Muradin natürlich auch. Keine großartigen Überraschungen da unten bei den Builds. Können wir hier eigentlich sehen? Ah, das wurde leider noch nicht eingeführt hier von Ali. Map Objective Score für für Sky Temple. Also ein sehr guter Push hier mit 4 Seed Shines. Gut, dass sie da den Steal gekriegt haben. Jetzt muss Fnatic auf jeden Fall reagieren. Müssen sich ein bisschen mehr rauswagen, ein bisschen mehr riskieren. Und Freds macht es auch direkt. Versuchen eine Öffnung zu finden. Son
ist da ein bisschen gefangen, aber guter Maw kann die direkt einen rausnehmen. Rain of Vengeance gezündet, um Mura den rauszunehmen. Ace of Spades direkt mit dem Critterize angegangen und Valor nimmt ihn auch direkt raus. Wieder schon nur noch 3 gegen 5. Kessel ist schon sehr hart angeschlagen, aber ist ja noch in der Odin-Form, kann noch ein bisschen was rauspumpen. Aber die Keep wird auf jeden Fall draufgehen. Die Feste fällt und noch 3 Seed Shines am Leben. Damit kann sich Acer zurückziehen und den nächsten Tempel holen und dann schon die nächste Keep angehen. Ich glaube, sie schaffen es nicht ganz, so eine Keep rauszunehmen mit einem Tempel. Es ist ungefähr vergleichbar mit Blackheart's Bay, mit den Kanonenschüssen. Dementsprechend sollte es nicht ganz reichen, aber wir gucken uns das mal an. Die Türme werden schon angegangen. Ja, sie haben hier noch keinen Schaden gemacht. Ich glaube, es reicht dann nicht ganz für die Keep. Also sie können es halt auch wieder nutzen, nur 2 Helden, 3 Helden drin zu lassen und dann gleichzeitig auf die Bruiser zu gehen. Und eventuell sogar auf den Boss, der hier bald wiederkommt. Denn momentan ist hier Fnatic noch gefangen. Die können noch nicht so wirklich... die können noch nicht so wirklich rausgehen. Jetzt haben sie eine Chance. Müssen irgendwas machen gegen diesen Tempel. Aber den hält Valor momentan alleine. Versuchen sich jetzt hier in eine Position zu bringen, um gegen den Boss vorzugehen. Aber die haben, glaube ich, darauf gehofft, dass Acer hier schon am Boss zugange ist und dass sie sie überraschen können. Aber das ist nicht der Fall. Die holen sich den erst jetzt. Und jetzt ist auch Valor oben fertig mit dem Tempel. Das heißt, wieder das komplette Team. Das komplette Team mit 3 Leveln Vorsprung, da kann Fnatic nicht wirklich gegen ankommen. Das heißt, auch gegen diesen Boss müssen sie wieder kämpfen. Das, da gibt es momentan einfach keinen Weg zurück. Irgendwie müssen sie es mal schaffen, einen Teamfight die Oberhand zu gewinnen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Da müssen sie auf Uther bauen, auf Felset bauen und halt dann halt mit Tychus den Schaden auch raushauen. Aber es ist halt nicht ganz so einfach. Vielleicht schafft es Laul mit einem guten Sundering das Team zu teilen und sie dann ja, vielleicht sich sogar auf Level 20 noch retten können. Ah, das ist halt noch eine ganze Weile hin und bis jetzt stehen sie halt unter dauerhaftem Druck. So, gucken wir uns mal den Level 60er an. Stone Skin gibt's da, da gibt's Stone from Trade, Imposing Presence, ja. Also die Standard. Da kommt das Thundering und Zorn direkt im Hinterblend Blast gefangen. Und können sie ihn rausnehmen? Können sie ihn rausnehmen? Ja, sie können. Endlich, aber Ace of Spades fällt auch. Freds, auch schon wieder hart angeschlagen, ist im Avatar. Und Seifo muss sich da zurückziehen, kriegt nochmal einen guten Stun-Up. Shinobu haut auch nochmal mit drauf, aber sie müssen aufpassen. Freds ist schon hart angeschlagen und auf den müssen sie bauen. Sehr, sehr guter CC hier von Greenout. Und Muradin wagt sich zu viel. Laul fällt auch noch. Oh Mann, hier hätten sie ein paar kostenlose Kills haben können, aber so wird das nichts. Kessel wird noch rausgenommen und nur noch Felset am Leben. Mann, das ist 2 gegen 4. Wieder einmal läuft sehr, sehr gut für Acer. Und die kloppen jetzt hier auch direkt schon auf den Core. Der hat schon seine kompletten Schilde verloren. Da kommt die nächste Runde. Katapulte sind hier auch schon am Start für Acer. Ich glaube, die versuchen es jetzt einfach. Versuchen den letzten Schaden rauszuholen. Holo kann nicht mehr zurückvoten, aber Felset fällt. Und ja, die Cooldowns sind einfach zu hoch. Damit holt sich hier Team Acer den Sieg. Und rutscht auch wieder nach oben. Rutscht auf die 27 Punkte in unserer Rangliste. Gucken wir mal hier oben rein. 27 Punkte, damit können sie jetzt hier mit El Nexo wieder gleichziehen. Aber die...